Der nächste Punkt, liebe Geschwister, bei der Widerlegung des Atheismus. Wir hatten ja gesprochen über den rationalen Beweis, den kosmologischen Beweis und dann über den teleologischen Beweis. Was war der teleologische Beweis? Also die Präzision, die Perfektion im Universum zu betrachten und dass das eben hindeutet auf einen wissenden, mächtigen Schöpfer. Hierzu gibt es die sogenannte irreduzible Komplexität. Die irreduzible Komplexität ist was? Wenn wir uns Organismen anschauen, dann sind sie so aufgebaut, dass alle Bestandteile dieses Organismus zum selben Augenblick vorhanden sein müssen. Heißt was? Es kann nicht sein, dass es peu à peu, Stück für Stück aufgebaut wurde. Warum? Weil sonst wird es nicht funktionieren. Also wenn du ein Gerät hast und es besteht aus mehreren Bestandteilen, da kannst du nicht sagen, ich hole mir ein Zahnrad und noch ein Zahnrad und dann habe ich schon einen Nutzen daraus. Nö, das geht nicht. Die Uhr zum Beispiel, wenn wir bei der Uhr bleiben, da müssen alle Bestandteile gleichzeitig da sein, damit du die Uhrzeit lesen kannst. Du kannst nicht sagen, nee, das geht langsam. Ein Zahnrad, das bewirkt schon einen Nutzen. Was für einen Nutzen bewirkt das? Geht nicht. Schauen wir uns ein Beispiel an. Und zwar gibt es den Biochemiker Michael Behe oder Behe, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, auf jeden Fall. Er sagt, ein nicht reduzierbar komplexes System kann nicht auf direktem Weg durch leichte, aufeinanderfolgende Änderungen von weniger komplexen Vorläufersystems erzeugt werden, weil jeder Vorläufer zu einem nicht reduzierbar komplexen System, an dem ein Teil fehlt, per Definition funktionsunfähig ist. Also das, was ich gerade erklärt habe. Alle Bestandteile müssen gleichzeitig da sein. Das widerlegt was? Die Evolutionstheorie, wie wir noch sehen werden. Die Evolutionstheorie sagt ja was? Nee, da war eine Sache, das hat sich dann weiterentwickelt, dann kam noch was hinzu, das hat sich dann weiterentwickelt, kam noch was hinzu, ja, bis wir Menschen entstanden sind. Es gibt Organismen, da funktioniert das nicht. Entweder alles ist sofort da oder es geht gar nicht. Zum Beispiel bei Bakterien. Es gibt, wenn wir uns die Bakterien anschauen, den Aufbau einer Bakterie, dann haben sie diese sogenannten Geißeln, ja, diese Dinger da, die, mit denen sie sich bewegt. Wisst ihr, was ich meine oder nicht? Ich habe jetzt leider nicht das Bild dabei, wäre gut gewesen. Das dient der Fortbewegung, ja? Diese Geißel oder Flagelle nennt man das. Auf jeden Fall, dieses Ding braucht mehrere Bestandteile, dass es sich überhaupt dreht. Ja? Wie zum Beispiel ein Kreuzgelenk, Lagerbuchsen, ein Stator, ein Rotor und eine Antriebswelle. Gut, das sind mechanische Begriffe. Ich werde mal, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, in die Kamera und ihr könnt im YouTube das Bild dann sehen. Ja, also wer in den Livestream geht, damit ihr mal kurz dieses Bild seht. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Genau, ich mache mal gerade, aber bitte Mikro aus, ja, damit man, so, bismillah, wird es schärfer, wird nicht schärfer, oder? Nee, auf jeden Fall, ja. Da kannst du es ein bisschen zoomen. Stopp. Okay. Ich glaube, du musst deine Hand so ein bisschen hinten.
Ist ja gut. Also auf jeden Fall, man, auch wenn es unscharf ist, man sieht, die Geißel ist da ganz oben. Ja? Inshallah, vielleicht nächstes Mal werde ich das so... ja, nächstes Mal, das würde jetzt zu lange dauern, würde ich das inshallah nochmal zeigen. Auf jeden Fall, dieses Bild, ja, hat, also wieder bitte gesagt, die Töne aus, ja. Dieses Bakterium besteht ja aus dieser Geißel, ja, die dreht sich, damit dieses Bakterium sich bewegen kann. Und da gibt es die Bestandteile, die natürlich mikroskopisch klein sind, die dazu führen, dass es sich überhaupt drehen kann. Dieser Motor muss mit allen Bestandteilen auf einmal existieren, damit er funktionsfähig ist. Somit ist es kein Produkt von Mutation und Selektion, wie die Evolutionstheorie es behauptet, sondern es muss von einem Gestalter so erschaffen sein. Ist die Idee klar? Also du kannst nicht sagen, dass diese Bakterie, die hatte noch nicht diesen einen Rotor, ja, oder irgendein anderes, anderen Bestandteil und hat sich immer schon bewegt. Nee, geht nicht. Entweder alle Bestandteile sind auf einmal zum selben Zeitpunkt da oder das Ding funktioniert nicht. Auch William Dembski verwies auf die Komplexität hin und benutzte den Ausdruck spezifizierte Komplexität. Und diese Komplexität kann nicht zufällig sein. Ein Beispiel, was er gebracht hat, war folgendes. Der Buchstabe A ist spezifiziert, also er verweist auf etwas Bestimmtes. A deutet auf eine bestimmte Sache hin, nicht auf irgendetwas. Eine Reihe von zufälligen Buchstaben ist hingegen komplex, aber nicht spezifiziert. Wenn wir zurückgehen zu diesem Sonett von Shakespeare, was wir letztes Mal erwähnt haben, was haben wir? Es ist sowohl komplex als auch spezifiziert. Was soll das heißen? Sehen wir jetzt gleich. Eine Reihenfolge, wenn wir eine Buchstabenreihenfolge hätten, ja, zum Beispiel D, J, F, P und mit Ziffern, 2, 3, 9, U, R, 2, 8, scharfes S, 1, 9, 4, G, das ist willkürlich, ja. Du tippst im Computer willkürlich, kommen da irgendwas. Hat jeder von uns mal gemacht, oder? Oder gibt es jemanden, der das noch nie gemacht hat? So. Oder lass es ein Kind machen. Da kommt irgendeine Reihenfolge. Ist das komplex oder nicht komplex? Ja? Komplex. Warum ist es komplex? Viel. Komplexität bedeutet was? Da sind viele Sachen, es ist nicht nur eine Sache. Ist das spezifiziert oder nicht? Ja? Nein. Warum nicht? Es hat keine Bedeutung. Habt ihr das verstanden, was jetzt spezifiziert und komplex ist? Okay. Wenn ich jetzt sage, schreibe A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Ist das komplex? Ja? Nö, das ist was. Zwei Buchstaben, Assalamu alaikum. Ist das spezifiziert? Ja? Ja, es sind zwei Buchstaben, okay? Oder von mir auch nicht, ja, je nachdem. Aber wenn du sagst, ja, das steht für irgendetwas, bitteschön, ab, ja, das Wort, das deutsche Wort, ab, geht die Post, ja, zum Beispiel, ja? Ja, oder ab und zu. Ja, es ist spezifiziert für eine bestimmte Bedeutung, aber komplex ist es nicht. Es ist das Gleiche, es wiederholt sich. Wenn ich jetzt tippe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ist das komplex? Warum ist es nicht komplex? Ja? Was heißt Komplexität? Viele verschiedene Sachen. Du hast ein A und ein S und dann ein langes A und dann ein kurzes A und dann hast du ein I. Das sind komplex, das sind viele verschiedene Sachen, ja? Genau, es ist komplex. Ist es spezifiziert?
Barakallahu fikum. Es steht für etwas. Okay? Was ist jetzt die These, oder Fakt eigentlich, aber von mir aus, ja, dass so etwas, was komplex und spezifiziert ist, also was, es ist viel unterschiedliche Sachen, Komponenten, aber sie haben einen Sinn, nicht einfach unsinnig tippen und das war's. Das kann nicht zufällig sein. Ist das klar? Also in der ersten und zweiten Reihe, erste Reihe ist was? Das ist dieses willkürliche Getippte. Und zweite Reihe ist, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, haben wir es mit einer komplexen Reihe zu tun. Viele verschiedene Sachen. Da die Buchstaben unterschiedlich angeordnet sind, das zeigt was? Komplexität. Die dritte Reihe hingegen ist nicht komplex. A, B, A, B, A, B. Da ist nicht viel Verschiedenes. Es ist das Gleiche, es wiederholt sich. Aber nur bei der zweiten Reihe, also Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, erkennt man, dass es sich hier um einen Verursacher handeln muss, der Ahnung hat, was er hier schreibt, und es ist nicht zufällig. Ist das klar? Also durch die zwei Komponenten, Komplexität und Spezifizität, also es ist für etwas Bestimmtes geschrieben oder eine bestimmte Bedeutung, kannst du was ableiten? Das war kein Zufall. Kann jeder Mensch ableiten. Betrachtet man sich die DNA des Menschen. Wer war gut in Genetik? Oder ist gut in Genetik? Betrachtet man sich die DNA des Menschen, dann erkennt man auch darin eine spezifische Komplexität. Die DNA des Menschen, liebe Geschwister, ist ein Wunder. Ein Wunder. Sie besteht aus vier Basen. Wer weiß es noch? Ja? Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, mashallah. Also nehmen wir einfach nur die ersten Buchstaben. A für Adenin, T für Thymin, C für Cytosin und G für Guanin. Okay? Vier Buchstaben. Diese Buchstaben handeln jetzt, agieren jetzt wie Binärcode eines Computerprogramms. Ihr kennt ja so die Informatiker jetzt unter euch. Ja, ein Binärcode 001, 000, also alles, was ihr seht im Virtuellen, ist ja zurückzuführen auf ein Binärcode. Ja, dass irgendwas rot ist, das ist ein Binärcode. Dass irgendwas hell, dunkel und so weiter. Und diese Binärcodes bestehen aus was? 0 und 1. Das heißt also, der genetische Code, der hat eben diese Basen, ja, Reihenfolge, und der ist unterschiedlich. Also diese Basen müssen nicht immer in einer Reihenfolge sein, sondern die sind unterschiedlich. Und je drei dieser Basen, sobald drei Basen zusammen sind, daraus folgt was? Eine Aminosäure. Stellen wir uns, damit wir das verstehen, ein vierstelliges Zahlenschloss vor. Okay, Zahlenschloss kennt ihr? So, und ein Dieb soll das jetzt aufschließen. Und jede Stelle des Zahlenschlosses ist mit einer Ziffer von 0 bis 10 versehen. Dies bedeutet, dass es, wie viele Kombinationen gibt? Ja? Hochzahl? Ja? 10 hoch 4. Du hast vier Zahlen, also vier, wie war das? Stellen, ja? Und jede Stelle von 0 bis 10. Also es gibt 10 hoch 4 Kombinationen, also 10.000 Kombinationen. Wenn nun ein Dieb sich die Zeit nimmt, alle Möglichkeiten zu versuchen und jede Kombination 10 Sekunden beansprucht, dann benötigt er wie viel? 10 Stunden für 5.000 Versuche. Okay? Wenn wir nun davon ausgehen, dass er sich die falschen Kombinationen merkt, gehen wir davon aus, der wiederholt nichts, was falsch war. Was natürlich auch nicht realistisch ist. Ja? Aber sagen wir mal, er wiederholt keine falsche Kombination. Er merkt sich das. Dann benötigt er 30 Stunden für alle Kombinationen.
Und dann irgendwann hat er ja die richtige Kombination. Schauen wir uns jetzt die DNA an. Wenn ein Gen ein bestimmtes Protein erzeugen will, also Gene sind der Grund dafür, dass Proteine dann erzeugt werden. Das werden wir noch näher betrachten. Dann muss dieses Gen eine Sequenz mit einer bestimmten Reihenfolge besitzen. Diese Sequenz kann nicht willkürlich sein. Diese Buchstaben müssen eine bestimmte Reihenfolge haben. Ansonsten kommt was heraus? Etwas Unbrauchbares. Ja, wie zum Beispiel genetische Fehler und so weiter. Das heißt, damit es etwas Richtiges und Gültiges und Nützliches produziert, muss die Reihenfolge richtig sein. Hierfür gibt es 10 hoch 77 mögliche Kombinationen. Eine 10 mit 77 Nullen. Wobei nur eine genau dieses Protein herstellt. Die Evolutionstheorie, und wir werden uns mit ihr befassen, inshallah, die sagt ja, das ist alles zufällig. Aber wenn wir uns diese Komplexität anschauen in unserem Körper, und Allah Azza wa Jalla sagt, wa fi anfusikum, und in euch selbst, also sind Zeichen, wenn wir uns diese Komplexität anschauen, dann wissen wir, das ist nicht möglich, mathematisch nicht möglich, dass diese Kombinationen und Produktion von Proteinen zufällig entsteht. Das heißt, diese 4 Buchstaben A, T, G und C müssen in einer Sequenz so angeordnet werden, damit dieses Protein besteht. Die mögliche Kombination dieser Buchstaben sind, wie gesagt, eine 1 mit 77 Nullen. Und das ist nur ein Protein. Wir reden jetzt nicht über den menschlichen Körper, wir reden über ein einziges Protein. Und da ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass es wirklich stimmt. Und wir werden, inshallah, über diesen Aspekt der Genetik noch mehr sehen. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, und zwar die präzise Ordnung erfordert also, dass derjenige, der das geordnet hat, Wissen hat und die Fähigkeit besitzt. Es kann nicht Zufall sein. Und zwar sagen die Wissenschaftler, es gibt 3 Möglichkeiten für die Existenz dieser komplexen Welt. Entweder sie ist zwangsläufig oder sie ist per Zufall oder durch einen Schöpfer. Was heißt zwangsläufig? Ja, das ist halt der Prozess, der geht so weiter. Und deswegen entsteht alles. Es ist nicht Zufall, sondern das ist automatisiert. Ja, wer hat das denn in Gang gesetzt? Das gab es schon immer. Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Ja? Diejenigen, die sagen, diese Welt hatte keinen Anfang. Und ja, was ist mit der Ordnung? Ja, das war schon immer geordnet. Die anderen, und das muss man sagen, sind die meisten, die sagen, nee, das ist Zufall. Und die Gläubigen sagen, nee, das ist der Schöpfer. Über die Zwangsläufigkeit haben wir schon geredet, dass das nicht sein kann. Ja. Und über den Zufall, ja, haben wir auch wegen der Wahrscheinlichkeit und so weiter geredet. Also bleibt nur was übrig, dass es einen Schöpfer geben muss. Was sind die Einwände gegen diesen teleologischen Beweis? Zu den Einwänden gegen diesen Beweis gehört das Bestreiten der Ordnung im Universum. Die sagen, was für eine Ordnung? Hier gibt es überhaupt keine Ordnung. Das ist alles voller Unordnung. Und zwar die Behauptung lautet, dass 99,9% des Universums leer ist. Ja und jetzt? Also wenn du noch nicht alles entdeckt hast im Universum, die Grenzen des Universums nicht kennst, wie kannst du sagen, dass es 99,9% sind, die leer sind? Von dem, was du bis jetzt kennst. Zweitens, es ist leer. Aber wer hat dir gesagt, dass es unsinnig leer ist? Dass dieser Raum, der leer ist, nicht nötig ist? Also dieser Einwand ist ungültig, da das Wunder eben darin besteht,
dass in diesem großen Universum überhaupt Leben möglich ist. Es ist also irrelevant, wie viel Prozent des Universums bevölkert wurde, sondern dass überhaupt ein Teil des Universums für das Leben geeignet ist. Das ist der springende Punkt. Und dafür müssen unzählige Voraussetzungen gegeben sein, die unmöglich zufällig zusammentreffen. Hier kommen die Leute und reden über das Multiversum. Ja, das ist ja etwas auch im Film und so weiter, wird das immer wieder erwähnt, die Theorie des Multiversums. Und ich habe gesagt, bitteschön, also wir Muslime haben nichts dagegen, dass wir sagen, es gibt noch andere Universen oder so. Wir sagen sowieso, es gibt mehrere Himmel, mehrere Erden. Also wir haben nicht das Problem damit, okay? Bitteschön, jetzt gibt es mehrere Multiversen. Jetzt gibt es Multiversen, also mehrere Universen. Ja? Aber selbst wenn es Multiversen gibt, irgendwo muss ein Anfang da sein. Es muss irgendwo begonnen haben, sonst hast du ein Problem mit was? Mit dem Kausalitätsprinzip. Ich glaube, ich hatte schon mal darüber geredet, dass eine Theorie lautet, und zwar das zyklische Universum. Ja, und das kann nicht sein aufgrund des Hauptsatzes, des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Darüber haben wir schon mal etwas gesagt. Stephen Hawking hat hier etwas gesagt. Und zwar, es war so, entschuldigt, eine andere Theorie, und zwar die kosmologische Inflation heißt es. Also gemeint ist eine rasche Expansion des Universums unmittelbar nach dem Urknall. Also sehr schnell hat sich dann das Universum gebildet. Stephen Hawking sagt, es war so, als ob eine Münze mit einem Durchmesser von 1 Zentimeter sich plötzlich 10 Millionenfach mehr ausgedehnt hat als der Durchmesser der Milchstraße. Also so wenig und plötzlich, in 0,x, auf einmal hat es sich riesig ausgedehnt. Und das kann sich immer wiederholen, sagen die Atheisten, also unter den Physikern, dass das immer, ja, es hat sich ausgedehnt, dann wieder klein geworden, ausgedehnt, okay, von mir aus. Es muss irgendwo einen Beginn gegeben haben. Also alle Theorien, die es gibt über dieses Thema, sind viele, ja, also ich werde auch nicht jetzt jede einzelne Theorie erwähnen, ja, weil es unzählige sind. Im Endeffekt beantworten sie nicht die Frage, was war zuerst? Wie war der Beginn? Und wenn es Millionen Universen gab? Kommen wir nun, oder ich würde vorschlagen, das lassen wir lieber dann das nächste Mal, inshallah, dass wir mit der Evolutionstheorie beginnen. Also zusammengefasst, diese Thesen und Einwände, die die Physiker haben, widerlegen nicht die Notwendigkeit eines Schöpfers, der alles zu Beginn in Gang gesetzt hat. Egal welche Theorie das ist, am Ende muss immer eine erste Ursache vorhanden sein, die überhaupt alles in Gang gesetzt hat. Und inshallah ta'ala fangen wir dann das nächste Mal an mit der Evolutionstheorie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mehr Wissen geben und unseren Glauben stärken. Und auch zuletzt bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unseren Geschwistern in Gaza beisteht. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.